Recht herzlich willkommen zur 126. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind drinnen und gucken jetzt mal gerade, was wir hier noch annehmen können. Position a satellite specified orbit of Minmus. Das nehmen wir noch an. Moon Station around Kerbal. Könnte man auch machen, sicherlich. Min Rescue for 5, das kennen wir schon. Da wollen wir jetzt nicht hin. Duna wollen wir nicht hin. Rescue Rodman, okay, das wäre natürlich nicht schlecht, den da holen. Minmus Near Area Conduct. Ah, das sind so viele. Nö, da ist schon mal ausgeschlossen. Machen wir nicht. Perry for Tourists. For Tourists. Und Icke. Also, das, was wir brauchen, haben wir. Explore Minmus. Was müssen wir da machen? In the Grand Chamber of Things. Let's see if we can explore it a bit further. A space walk in orbit of Minmus. Also, das heißt, wir müssen dahin, müssen einen Orbit erreichen und dann durch die Gegend laufen. Keep your helmet free of bodily fluids. Okay. Position a satellite in a polar. Position a satellite in a. Okay, das heißt zwei, das ist alles Minmus. Wunderbar, die haben wir auch nur noch. Das ist doch schon mal gut. So, das bedeutet, wir brauchen zwei Satelliten. Da bauen wir erstmal einen und gucken, wie der so wird, ne? So, der Dralo hatte einen Stream gemacht und da konnte ich sehen, hier macht man den Satelliten rein. Ich habe da schon hier so ein Dingens, Ordner gemacht, aber naja, mal schauen, ob das was wird. So, dann brauchen wir einen Satelliten. Den müssen wir erstmal irgendwie steuern damit. Dann brauchen wir einen Antrieb. Also, ach so, da müssen wir erst noch ins Space, ins Dingens. Machen wir nicht, ist egal. Wir müssen erst noch gucken, dass wir hier den Antrieb dafür kriegen, ne? So, der Dralo hatte da, das habe ich schon nachgeguckt, diesen Tank eingebaut. Allerdings können wir den nicht holen, weil wir definitiv zu viel Erfahrungspunkte dafür brauchen oder Science-Punkte. Also, das heißt, wir brauchen diesen Antrieb hier und dann müssen wir den Oscar hier nehmen, den etwas größeren Tank, aber das machen wir jetzt. Den nehmen wir ganz einfach. Zack. Und jetzt haben wir nur noch 44 Punkte. Die restlichen müssen wir dann holen, damit wir das dann irgendwann kriegen. So, auch erledigt. Gucken wir mal, wenn wir das schon haben, ob es hier Neues gibt. Kann ja sein, dass wenn man da Dingens annimmt, dass sich hier was ändert, aber ich glaube, das war das. Nein, da hat sich nichts geändert. So, dann bauen wir jetzt den Satelliten, einen wissenschaftlichen Satelliten. Gut, den müssen wir steuern. Das haben wir schon hier stehen. Oh, das war falsch. Ich muss Minus mal drücken, damit wir da hinkommen. Gut, dann brauchen wir den Tank. Der ist das. Den da drunter und da drunter wiederum brauchen wir diesen kleinen Antrieb. So, damit kann das Ding schon mal fliegen. So, was wir noch haben möchten, ist Strom. Oder wir können ja auch mal von oben nach unten runter gehen, ne? Das haben wir. Entschuldigung. Das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Das auch nicht. Hier ist auch nichts bei. Aerodynamisch braucht er auch nichts. Nein, das auch nicht. Das auch nicht, sondern hier. Solarpanels. Denke ich drei Stück. Ist das richtig eingestellt? Ja. Ich denke mal dahin. Und eine Batterie brauchen wir auch noch. Dann nehmen wir, wisst ihr was, dann machen wir das so, dass wir. Ne, das nicht, sondern das. Den da wegnehmen, die Batterie dazwischen setzen, ganz einfach. So, passt's. So, dann ist Stromversorgung gegeben. Jetzt brauchen wir Science. Hier unten geht's weiter. Antenne. Okay, die machen wir auf der anderen Seite. Machen wir erst den dahin. Gut, haben wir. Ist das so gut? Wenn wir auf der Seite andocken wollen, nee, dann drehe ich den mir mal gerade um. So möchte ich den haben.
Da wollen wir den nachher irgendwo andocken. Dann machen wir das Barometer da dran. Warte mal, das brauchen wir nur noch einfach. Dahin. Den Gu-Kanister. Den setze ich dann auf die Seite. Obwohl, wir machen das doch nochmal symmetrisch dahin. Das Barometer dahin, ne? Der Gu hat 50 Kilo wiegt, ja. Und naja, der Rest wiegt jetzt weniger hier, ne? 5 Kilo. Das auch nochmal 5, sind erst 10. Gut, das wäre jetzt... Aber warte mal, wir haben ja zwei Satelliten. Das bedeutet, wenn wir den Spiegel verkehrt anmachen, haben wir wieder das Gewicht ausgewogen, oder? Gut. Gehen wir mal von aus. Und jetzt holen wir uns noch diese Antenne. Die hat der Dralo mir gesagt, die sollte ich mal dafür nehmen vielleicht. Die würde ich so drauf machen, weil dann kann man die so ausklappen. Das Gute oder Schlechte ist, weiß ich nicht, aber passt erstmal. Warte mal. Wie habe ich mich jetzt gedreht? So. Ne? Ja, da konnte ich andocken. Ja, passt. So. Das haben wir jetzt. Da war alles bei, ne? Genau. Da haben wir noch was. Ne, ne? Ne, das brauchen wir alles nicht. Fallschirm brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Ein Storage Container. Wir brauchen nichts. Crew Reports brauchen wir nicht storagen da. Das senden wir dann alles. Jetzt wäre die Frage mit dem Gleichgewicht halt. Warte mal, lass mal nochmal bei dem Strom reingehen. Das war nicht der Strom, das ist der Strom. Was wiegt dieses Teil? Auf 5 Kilo. Und der Gu wiegt 50 Kilo. Da sitzt der irgendwie doof, ne? Wenn wir den da hinsetzen. Dass das Grüne ist mir ein bisschen zu viel Grün, ne? So. Ich glaube, so ist das alles besser dran, ne? Ich glaube, das machen wir mit dem Thermometer auch. Die beiden Sachen auch noch dahin. Ich glaube, so sitzt das besser. Ist die Frage nur... Okay, das ist... Auf der anderen Seite ist das egal hier, ne? Weil, wenn das zum Einsatz kommt, dann ist das mein Minmus. Triebwerkskraft ist da, ist klar. Und das hier? Aerodynamik? Ach, da ganz unten irgendwo ist die Aerodynamik. Okay, nur dann. Ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. So, das ist unser Satellit. Warte mal, wo war das? Hier wird er angeflanscht auf der Seite, dann passt das alles. Ja, das können wir alles so lassen, denke ich. Gut, Strom haben wir. Solar haben wir, geht auch aus allen Richtungen. Ich glaube, das war es dann im Endeffekt so. Und jetzt bedeutet das, wir müssen den hier reinkriegen. Da. Das da. So, und jetzt müssen wir den anpacken. Und dahin ziehen, ne? Geht das so? Ja. So, das nennen wir dann einen Wissenssat. Und save. So, jetzt ist der da drin und wir können den immer wieder benutzen, ne? Den können wir jetzt wegschmeißen. Den. Ich sehe gerade, was passiert ist. Oh nein. Ich habe den zwar gespeichert, aber ich habe, glaube ich, das Falsche gespeichert. Hm, toll. Das hat gut geklappt, ne? Schmeiß es weg. Schmeiß es weg. Können wir nochmal bauen. Wie kriege ich den jetzt wieder weg hier? Hm. Okay, lassen wir den da so und bauen da weiter an gerade. Ist ja jetzt nicht viel, was da drunter war, ne? Die Batterie war da drunter. Genau, und dann war
Der Tank, ne, der war hier der Tank. Der Oscar war da drunter. Und das Triebwerk war da drunter. Mehr war da sowieso nicht. Ach so, die Solarzellenpanels fehlen noch. So, drei Stück. So, das passt wohl. So, war es das? Ich glaube, das war's, ne? So, und jetzt packen wir den an. Das ist das Ganze, genau. Jetzt gehen wir noch mal hier hin. Und dieser muss weg. Weiß nicht, wie man den entfernt. Keine Ahnung. Hier ist ein Mülleimer. Ah, da, okay. Delete, genau. So, den jetzt da reinschmeißen. Und jetzt heißt der noch mal wissens. Satt. Und safe. Passt. Jetzt ist er da und das ist alles gut. Ich glaube, wir haben da alles drin, ne? Jetzt kann der aber erstmal weg. Und jetzt brauchen wir die andere Rakete, die dahin fliegt. So, wir sollen ein Ding ins Weltraumspaziergang machen. Das ist schon mal klar. So, jetzt müssen wir dieses Ding nachher wieder zurückhaben. Aber wir wollen da auch was dran bauen, nämlich die Satelliten. Dafür sind die da. Ich glaube, wir müssen die Kapsel mal umdrehen. So rum. Ist mir jetzt lieber, ne? So, hier müssen wir jetzt zwei Teile zum Absprengen dran machen. Zwei. Ich glaube, die setzen wir ziemlich niedrig, damit wir die Last nach unten kriegen, ne? Würde ich mal sagen. Da würden jetzt die Satelliten dran kommen, oder? Und das Ganze zweimal haben wir ausgewählt, ja. So, die auch so tief wie möglich, denke ich. So. Sieht irgendwie komisch aus. Ich glaube, wir müssen sie, machen sie etwas höher. Passt jetzt. Die sind immer noch in der Kapsel drin, das möchte ich dann doch nicht. So. Ja. Ah ne, das ist schon das Panel. Das passt schon. Das ist ja alles gut dann. Okay. Damit haben wir das verbaut. Die sind spiegelverkehrt. Sollte aerodynamisch kein Problem sein. Wir brauchen dann jetzt das nicht mehr. Jetzt brauchen wir ein Hitzeschild. Wo waren die? Hier? Ne. Feuer. Irgendwo ist das Feuerzeichen da. War das das? Ne, das ist ein kleines. 1,52 Meter, das ist es. Das muss da drunter. So. Das sieht doch schon ganz schick aus, oder? Und dann muss dort die Kappler drunter. Die sind ja hier jetzt neuerdings. Die Kappler. Passt. Der wird jetzt runter und dann kommt die erste Antriebseinheit. Das ist das Teil, was uns zum Minus hin und zurückbringt. So, da sollte schon ein bisschen Sprit drin sein, ne? Also, ich glaube, wir brauchen so einen. Und dazu einer, der nicht, die Terrier. Die bringt uns hin und zurück. Jetzt ist die Frage, reicht das? Hin und zurück.
608 Meter. Ich glaube ja. Aber wissen tue ich es nicht. Das sagt uns dann in der nächsten Folge der Dralo wahrscheinlich. Vielleicht, ja, wir haben ja auch was zum Hinfliegen. Wir können ja da noch eine Stufe drunter, haben wir aber definitiv noch eine Stufe drunter. Deswegen. So, jetzt ist die Frage, was kommt da drunter? Ich würde jetzt wieder diesen dicken Tank nehmen. Dafür brauchen wir einen Teil, was uns... Ist das das hier? Ich glaube ja, ne? Den müssen wir nur umdrehen und dann da drunter setzen. Ach warte, wir brauchen erst einen Decoupler. Der. Und dann das Teil drunter, ne? Und dann einen dicken Tank. Der da drunter. So. Bisschen weiter weg noch wieder. So. Jetzt ist die Frage, reicht das? Oder brauchen wir mehr? Zwei? Das ist verdammt viel Gewicht, was man dann hochjagen muss, ne? Das wäre der. Nee, gar nicht wahr. Das ist der. So, jetzt müssen wir das nur höher ziehen. So, das passt schon mal, oder? Ist nur die Frage, ob das hier das Optimale ist. Oder schon überdimensioniert. Vielleicht ist es überdimensioniert. Aber mit dem... ich glaube, wir machen das so, den weg. Und ich glaube, wir müssen hier oben noch was mehr haben. Zwei davon. Ich glaube, da... Ne, das ist falsch. Wo ist denn der normale da? Ich glaube, so ist es richtig. So. Tiefer das Ganze. Und jetzt brauchen wir noch zusätzlich Raketen. Feststoff. Und zwar diese. Ja, warte, dann müssen wir einen Konnektor da haben. Machen wir vier, oder? So, und dann die Raketen da dran. Diese hier. Hm. Habe ich schon mal so große verbaut? Ich glaube nicht, das sind die richtigen. Die waren das immer, glaube. So. Das sieht doch ganz schick aus, oder? Nose Cones noch drauf. So. Ist die Frage, ob das Ding stabil ist, ne? Aber mit den Vieren, boah, ich denke schon. Jetzt hier mal gerade da reingucken. Schwerkraft, Schwerpunkt ist da. Warte mal, wenn das der... Oh nee, wir müssen... Entschuldigung. Und wenn das unser Werkzeug ist... Warte mal, das braucht gar nicht. Das kann... Wir müssen ja die da hinten absetzen. Ja. Das kann auch hier dran sitzen. Das braucht gar nicht da oben sitzen. Weil wir müssen mit dem da auch irgendwie noch zurückkommen. Deswegen kann das auch tiefer sein. Genau. Und der, den brauchen wir dann gar nicht mehr. Und wir brauchen auf jeden Fall da noch einen Fallschirm. Wo war denn das jetzt? Nee. Wo sind denn die Fallschirme hin? Da. Ich glaube, der ist der richtige, ne? Nein, das ist der große. Das ist der kleine. Wieder mitnehmen. So. Das muss funktionieren. So, ist das schon korrigiert dann? Ja, nee. Schwerkraft ist da, obwohl ich glaube, das müsste funktionieren.
Haben wir alles richtig gemacht? Ich hoffe, hier geht nichts drauf kaputt, wenn wir losstarten, aber ich glaube nicht. So, das. Wo ist dieser Punkt hier? Aerodynamik. Sieht gut aus. Schwerkraft ist auch wohl mittig. Und das ist da unten. So, soweit, so gut. Hier noch ein Rechtsklick drauf. Können wir ein bisschen dezimieren. Aber nicht viel, ne? Das wär's. So, aber reicht das hier alles? Wo sind hier diese Anzeigen jetzt hin? Da unten. Stufe 6. Ah ja, wir müssen wohl wahrscheinlich erstmal die Stufen anpacken. Also der muss da unten mit rein. Da müssen wir gleich nochmal korrigieren, deswegen war das auch hier verkehrt, ne? Ich wunderte mich nämlich, dass ich das nicht so weit runterziehen muss, ne? Das muss man ganz schön weit runterziehen. So passt's. So, das macht Sinn. Dann abspringen ist auch richtig. Wenn wir den abspringen, können wir den damit reinnehmen. Das macht auch Sinn. Das macht hier gerade keinen Sinn. Da muss noch einer mehr hin, weil der Schirm, der muss später raus. Nee. Der muss da ein. Ach so, das sind die Satelliten. Die können da oben drinnen bleiben. Oder? Das müssen wir sowieso händisch machen, einen nach dem anderen, glaube ich, oder? Ich glaube, das lassen wir oben drin, weil das ist nicht mehr spielentscheidend. Das wird abgesprengt und dann, ja. Ich mach's mal jetzt so. Und der. So, wir starten. Dann wird das abgesprengt. Dann das. Dann werden die Satelliten abgesprengt. Dann der. Dann der. Ich glaube, das ist so schon okay. Das hier spielt gar keine Rolle, weil das ist irgendwann später dran. So, jetzt haben wir das hier alles richtig. Jetzt ist nur die Frage, ob das hier alles so reicht. Das kostet, das ist Masse. Delta B. Wie viel braucht man, um da hinzukommen? Das ist die Frage, ne? Das müsste man dann wieder nachgucken, ne? Das ist jetzt der Dralo, der hat mir das ja schon mal gesagt, ne? Da war das mal so mit, tja, wie viel, ne? Das ist die Frage. Ich glaube, 3000 brauchten wir hier irgendwie in Orbit zu machen, oder? Aber das kam auch mit der Atmosphäre da irgendwie noch was dazwischen, ne? Wer ist denn die Stufe 4? Okay, das ist dann aber auch reichlich, glaube. Ist die Frage, ob wir mit 2,6 hochkommen, ne? Das ist da eher eine Frage, ne? Dafür müsste man wissen jetzt, wie viel Energie man da braucht. Wenn ich das jetzt mal auf die Schnelle finde, das ist das Problem. Der Dralo hatte mir das mal geschrieben, aber ich glaube, das finde ich jetzt nicht so schnell wieder. Aber ich sag mal so, wir nennen das Ding erstmal um. Warum macht er das jetzt nicht? Min muss. Min muss, keine Ahnung. V1, fertig.
speichern mal ab. So, damit haben wir das Ding erstmal fertig. Müssen gucken, wie wir da hinkommen und wieder zurückkommen. TWR sehe ich gerade hier unten. Hat sich irgendwie noch was verschoben oder was? Oder liegt es hier dran? Ah, liegt da dran. Okay. Das heißt, das passt dann doch. Mit Atmosphäre brauchen wir das. Jo. Und dann haben wir das gespeichert. Und dann müssen wir nächstes Mal gucken. Der Dralo wird mir jetzt noch schreiben, ob das so gut ist. Ich denke, vielleicht ist es ein bisschen schwach auf der Brust. Aber das sehen wir dann. Okay. Ja, würde ich sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.